Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier mit Farming Simulator 22 auf unserer Farm am Hafen in der nordfriesischen Marsch. Ja, die Geräte sind wieder aktiv. Ich habe sie vorhin schon mal wieder in die Bahn geschossen nach dem Neustart für heute. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock, seid ausgeschlafen und ja. Habt ihr Lust, ein bisschen beim Halme killen und so zuzuschauen? So, ja, beginn einmal durch, was wir bis jetzt hier haben und ja, was noch läuft. Wir sind ungefähr an dem Punkt, wo wir im letzten Stream ausgemacht haben. Das heißt, Fett 35 Zuckerrüben ist ja, fast fertig. 37 Zuckerrüben ist auch schon relativ weit. Auf der 52 stehen Sonnenblumen. Da sind wir auch schon ziemlich weit mit. Und auf der 41 war es Weizen. Mal schauen, was da überhaupt noch so zu tun ist gleich, das heißt Feld 37 und 35 müssen wir gleich kalken. Auf Feld 53 und 39 und 38 dürfen wir auf jeden Fall noch düngen. Und irgendwo stehen auch meine Maschinen rum, ich meine hier, da genau, da steht der Rubicon 9000 rum. Der darf dann gleich dahin und hier kann ich mit dem anderen, wo auch immer der steht, ich meine der steht hier am Parkplatz, kann ich darüber fahren. Dann kriegen wir das auch relativ gut hin, wobei das eigentlich auch mit einem machen könnte. Feld 13 ist auch noch zu düngen, wie ich gerade sehe. Ja, wartet doch heute wieder ein bisschen Spaß auf uns hier. Wunderbar. So. Einmal natürlich hier Feld 52. Ja, quasi schon die ganze Zeit an. Der bringt gerade mal weg. Hier läuft auch alles. Bei der Weizenernte. Wo wird gesammelt? Das hatte ich gerade auch noch mal vollgetankt, das schöne Gerät hier. Hier mein Sonderzug, so nenne ich ihn einfach mal, weil ich den warm im Dolly normalen Kipper hinten dran gehangen habe. Das scheint auch einigermaßen zu funktionieren. Manchmal beim Rückwärtsfahren schiebt er so ein bisschen über den Dolly, weil er halt hin und wieder ja doch mal so Ausweichmanöver fährt und dann einfach rückwärts schiebt. Und über zwei Achsen kann der Helfer das irgendwie nicht. Oder nur schlecht. Milchtransport. Wir haben einen sehr dreckigen, sehr, sehr dreckigen, eigentlich aber neuen Milchtank. Jetzt sieht man auch, dass der neu ist. So, die Zugmaschinen hier sind im Moment auch neu, die TGX. Die gab es in zwei Ausführungen, einmal mit einer Achse hinten und einmal mit zwei Achsen. Habe beide hier für den Tank habe ich mal mit einer genommen, Straßenausführung sage ich mal, und dann noch mal für die Kipper mit zwei Achsen. Hier steht was im Weg. Oh Wunder, ich kriege den wahrscheinlich nie dazu, nie und nimmer kriege ich den dazu, dass der nicht im Weg steht. Immer, immer steht er im Weg. Aber das gibt wieder ordentlich Zuckerrüben. Endlich, denn sie waren ja aus. Ich hatte bis auf das, was oder dem, was noch in der Zuckerfabrik war,
Und dem bisschen, was noch in dem Rübenhäcksler war, war nichts mehr im Lager. So, der kam vom Feld. Das war Feld 29. Da habe ich jetzt auch Zuckerrüben drauf, damit mir so ein Engpass nicht nochmal passiert. Wäre jetzt gerade gerne hier abgebogen, aber hätte ich mich bestimmt irgendwo verhangen. So ist das viel besser. Den bringen wir nämlich jetzt schon mal zu Feld 35 rüber. Da kann er sich gleich um die neuen Zuckerrüben kümmern. Auf der linken Seite sehen wir Zuckerrohr. Den stelle ich jetzt erstmal hier vorne hin. Ungefähr so. Ich stelle den mal hier an den Rand. Ansonsten ist der nämlich gleich ordentlich im Weg, wenn der LKW dann doch mal vom Feld muss. Das sieht gut aus. Und den kann ich natürlich erst anwerfen, wenn das Feld leer ist. Denn der beginnt grundsätzlich mit Vorgewenden und das kann ich natürlich jetzt noch nicht machen. Ja, cool. Dann läuft da ja alles. Dann schnappe ich mir jetzt. Den lasse ich mal da stehen. Den schnappe ich mir. Einmal Feld 52 mit Dünger versorgen. Mensch, es schweigt heute aber wieder ganz schön laut. Alles gut. Der Chat ist eine Option, kein Muss hier. So, die neue Mikrofoneinstellung scheint zu funktionieren. Das heißt, dass ich wohl anscheinend jetzt nicht mehr so viele Nebengeräusche da reinschiebe, sondern im Überwiegenden nur noch die Stimme. Was ein Segen ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist es, oder scheint es mir zumindest mit weniger Störung versehen zu sein. Der Düngerstreuer, ja, den nehme ich mal.
Also es war nicht 2, das ist Feld 53. Das ist Feld 53 und sowieso nicht Düngerstreuer, sondern Feldspritzer. Sonst wird das nichts. Da darf ich ansetzen. Der ist fleißig dabei. Ja, das Speichern, das habe ich noch angelassen. Das automatische Speichern. Wobei ich ja schon wieder mutiger werde. Ich habe es ja schon wieder auf 10 Minuten hochgestellt. Könnte es ja mal auf 15 Minuten hochstellen. Was so eigentlich Standard wäre. Ja. Mehr zu ernten war hier, glaube ich, nicht. Genau. Gut, dann hole ich mir jetzt den Kalkstreuer. Der kann schon mal hier anfangen. Habe ich ganz vergessen. Da muss da ja vorher hin. Oh, hallo. Kommst da nicht hoch? Vergiss es. So, ha. Er hat versucht, den zu entsorgen und wollte da im Kreis fahren. Ah, interessanter Versuch. Dann darf der jetzt wieder alleine. Er darf es zumindest versuchen. Und ich schnappe mir meinen und lass uns mal kurz dahin hüpfen. Genau, den schnappe ich mir, den schönen Chase to Magnum. Obwohl ich glaube immer noch, dass das keine römische Zahl darstellen soll. Feld 35 kann ich schon mal machen. Wobei das eigentlich total egal ist. Ich fange mal bei 37 an. Da habe ich noch nie gekalkt. Das heißt, für 37 gibt es noch gar keinen Kurs. Hier Job erstellen. Feldposition fangen wir mal hier an.
Und dann. Keine Vorgewende, das ist okay und das sollte auch funktionieren. Und los. So, da kann ich nämlich dann schon mal loslegen. Denke, den Kurs darf ich auch speichern. Düngerstreuer, ja, das reicht. Wir haben ja jetzt Kategorien, das heißt Felder. Die hatte ich ja vorher gar nicht gebaut. Deswegen habe ich noch die Feldnummer hinter den meisten Kursen stehen, weil ich die einfach untereinander stehen hatte in einer, in einem Ordner. Ah, nee. Ist noch viel zu früh heute. Erstmal einen Schluck Kaffee. Er steht und darf loslegen. Einmal das Feld pudern. Befürchte allerdings, dass ich da nicht fertig werde mit in einem Zug. Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal hier drauf springen müssen und den hier unterbrechen müssen. Dafür ist es aber sinnvoll, wenn ich den mit reinnehme, ne? Oh ja. So ist das viel besser. Cool gefunden, dass es für den LKW, also zumindest für den Kipper, nämlich auch noch sowas wie Feldreifen gibt. Fand ich ganz witzig. Nur leider beim Dolly nicht. Da musste ich ein bisschen ihn mit dem gröbsten Profil genommen, das ich finden konnte. Was dazu passt, ich glaube, das Edelstein oder so habe ich, glaube ich, genommen. Es war noch nichts. Was macht der? Ein, zwei, drei bestellen uns in den Weg. Okay, habe ich verstanden.
Liegt's daran, dass ich zugucke oder was? Der kriegt das nicht hin. Er kriegt das nicht gebacken. Ja, die haben halt keine mitlenkende Hinterachse, nichts in der Form. Ne? Das wird es dann natürlich immer ein bisschen schwierig. So, da kommt der auf die Seite. Da war stehen. Okay, Milch dürfte nicht allzu viel drin sein. Und zumindest nicht allzu viel neue Milch oder frische Milch. Ich denke mal, das wird einigermaßen empty sein, ja, ist es auch. Gülle ist nicht viel drin. Milch ist nicht viel drin. Mineralfutter, Stroh, Silage, Heu ist relativ frisch aufgefüllt gewesen. Da sollte auch noch nichts notwendig sein. Und wenn der Stall hier nicht keine Notwendigkeit hat, dann die anderen auch noch nicht. Obwohl. Nee, das hält noch. Hier sieht es so aus, als wäre der gleich fertig. Ah. Sehr schön. Na, dann mache ich es hier andersrum. Hier wird dann halt zuerst gesät und dann gekalkt. Dann kann ich die Ressourcen ein bisschen besser aufteilen. Was Ressourcen? Da sehe ich was. So, dann darf der weitermachen. Moment, der dann so weit zurück. So, der hat bestimmt weggebracht. Das dauert ja mal ein bisschen, bis der leer ist. Das passt auf jeden Fall alles.
ist auch gleich fertig. Oh ja, ist fertig. Das heißt, ich kann mit dem auch rüber zur 39 und zur 13. Gut, zuerst das kleine oder zuerst das große Feld? Lass uns mal 13 zuerst machen, wenn ich da schon was habe. Habe ich. Hat er denn jetzt geladen oder nicht? Sehe den nämlich nicht. Jetzt hat er eine. Ah, jetzt. Er kann jetzt das Feld hier düngen und wir schauen, was macht er da? Wie kommt er eigentlich dahin? So. Warum? Oh. Ich habe Mist gebaut. Ja. Ich nehme erstmal das weg, was da sowieso nichts bringt, und dann passt das auch. Nämlich das da. Die Hoftankstelle, die kann weg. Die funktioniert nämlich sowieso nicht. Und somit sollte das jetzt funktionieren.
Wir schauen, ob das passt oder nicht. Einmal zurückfahren. Ich merke schon, so ganz wach bin ich noch nicht. Mit dem Rückwärtsfahren üben wir heute noch mal. Dann schauen wir doch mal, was passiert. Mal sowas. Einmal geht das wieder. Ah, cool, okay. Das wieder ausmachen. Oh je. So, hier muss ich jetzt gleich einmal die Bremse reinhauen. Ach, hier war die Leitplanke im Weg, sehe ich gerade. Oh, einer geht noch. Inzwischen richtig was zusammen, ne? Wie 21 Millionen geknackt. Meine Güte. Ah, wir machen es ja nicht für Geld, ne? Nur so zweitrangig für Geld. Der wird da erstmal abgestellt. Und der kriegt jetzt auch eine Entsorgung. Ja, Mann.
Ja, Entschuldigung. Land auf erster Weg, Punkt. Das kann nicht funktionieren. Denn hier. Okay. Ja, denn jetzt aber. Ist entsorgt. Der darf wegbringen. Wie zuerst Motor starten. Da krieg ich den Kurs nicht berechnet. Gut, okay, hab verstanden. So kompliziert ist es doch gar nicht. Nee. Ist doch komplizierter, wie man glauben mag. Meint er wirklich ernst, ne? Jetzt? Er fährt. Unfassbar. Er fährt. Jubel. So. Weg hier mit dem.
Er sieht wieder aus. Aber war das nur ein kleines Feld? Der muss aber auch einiges fahren. So ist ja nicht. Er hat ja einige Bahnen zu fahren. Überhaupt noch was sieht, wenn man da drin sitzt, ne? Der blitzt und blinkt wieder. Wunderbar. So, dann haben wir mal hier was weg. Du fährst eine Runde abladen am Silo Nordost. Am besten nur abladen. Wurde es von vorne, ne? Der kann jetzt auch in Silo 1 entladen. Dann ist der gleich schon mal wieder an der richtigen Stelle. Tschüss. Klappt beim Themen nicht, muss ich tatsächlich abwerfen. Beim New Holland muss ich den abwerfen. Bei den Chases, da kann ich einfach jo, das Mehrwerk erst runterlassen und dann sauber abstellen, wenn es aufgeklappt ist. Das scheint hier nicht zu funktionieren. Das möchte er nicht. Dann ist das so. Da müssen wir es halt fallen lassen. Jetzt wollte ich mit dem schon in Silo fahren. So, fast eine Punktlandung. So, jetzt. Oh.
Was sucht er denn da? Ein netter Versuch. Ach ja, da oben führt ja auch ein Weg lang. Ja, logisch. Wie niedlich dieser Traktor ist dagegen, ne? Der ist eigentlich ziemlich groß. Aber gegen den Big Bad ist er ziemlich klein. Geht dem gerade mal bis zur Motorhaube. So, der läuft. Keiner weiß wohin. Er darf auch entsorgen, das mache ich mal jetzt ein bisschen geschickter. Ach komm. Der fährt wieder. So, der nächste. Das kann ich gleich machen. Der ist fertig. Okay. Steht da was hinter? Nein. Gut. Also kann der erstmal da stehen auch. Ohne zu stören. Der ist auch schon ziemlich weit. Wo ist mein Traktor? Der bringt gerade weg. Okay. Der müsste eigentlich gerade wegbringen. Und der darf jetzt das Feld 35 fertig machen. Sämaschine. Seemaschine. Hi. Hier gibt es nicht. Ich glaube, das lag daran, dass ich für 4 keinen anständigen Kurs hingekriegt hatte. Oder? Daran lag es. Lädt auf Zuckerrüben, das ist richtig. Irgendwie
Hat sich hier wieder was zurückgestellt, kann das so sein? So. Wie jetzt? Da sollte schon wieder was aufgetankt werden. Ich glaube, ich muss mal einmal hier durch und muss mal einmal foltern. An denen, wo es knapp wird. Über einen Tankwagen vorbeigeschickt, ja, und bis hier ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und wird abgeerntet. Abgeerntet und benötigt Kalk. Ja, das ist schön und gut, aber warum machst du das nicht? Machen wir es mal so. Macht mal, bin mal gespannt, wie weit er jetzt rüber fährt. Gar nicht, stimmt. Stimmt, ja. Ja, das sollte dann passen.
Okay, das läuft. Werfen wir den noch an. Was kommt hier drauf? Den nicht schon eingestellt? Affen wollte ich draufpacken, genau. Habe ich. Jetzt kommt die Frage, ich habe einmal das Kombi-Feed, da habe ich noch gar nichts drauf. Dann habe ich auf 41. Ich habe einen Rasenmäher, nach 40 habe ich nur einen Rasenmäher. Okay, da muss ich das hier nehmen. Und ich muss einen neuen Kurs bauen. Feldposition, wir fangen mal hier oben an, wie immer. Kursgenerator minus 5. Lass mal die Standardeinstellung drin. Vier vorgewendeten, auch super. 1, 2, 3, generiere einen Kurs. Wow. Sein Ernst? Okay. So, jetzt. So, die läuft auch. Hier läuft noch nichts. Das ist halt so. Und hier ist tatsächlich auch fertig. Die bringen wir mal kurz schnell vom Feld. So, dann werfen wir den wieder an. Der darf fertig machen. Ja, dann bleiben wir doch hier ein bisschen dabei. Einfach mal so. Aber wir es können. Ich werde mir jetzt einen frischen Kaffee holen und natürlich, ja, noch eine Kleinigkeit zum Frühstück und ein bisschen wach werden noch. Und ich denke mal so in 5, 6 Minuten. Vielleicht auch 7. Geht's hier weiter. Bis gleich.